Und zwar ist es jetzt bei uns folgendermaßen. Ach so, genau, das ist auch noch eine gute Information. Jetzt fangen wir gleich schon mal mit dem Vorteil an. Werde ich euch jetzt einfach mal einblenden, was ich da für Vergleiche hatte. Hallihallo Freunde, heute soll einfach mal ein 3, 4, 5 Minuten Video dazu kommen. Erfahrungsbericht von der Solartasche, von dem Solarpanel von Plug-in Festivals. Viele, die uns verfolgen, die wissen, dass wir auf der Reise, auf unserer Europareise das Ganze verwendet haben. Für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, wir haben das Teil jetzt ungefähr 6 Monate dabei an Bord, wohnen Vollzeit im Van, das heißt, wir nutzen es auch wirklich. Und normalerweise ist es so gedacht, ihr bekommt einen Adapter und ihr schließt das an diese Travelbox an. Um die soll es heute aber überhaupt nicht gehen, da habe ich schon ein ausführliches Video zu gemacht. Und zwar ist es jetzt bei uns folgendermaßen. Ich habe uns einen zusätzlichen Laderegler verbaut. Warum zusätzlich? Wir haben eine fest verbaute Solaranlage auf dem Dach. Sind wir auch mega zufrieden mit. Allerdings möchte ich euch heute einfach mal so ein bisschen die Vorteile und vielleicht auch Nachteile vorstellen von so einer Solartasche hier. Und das haben wir jetzt in den 6 Monaten in Erfahrung bringen können. Und darum soll es heute gehen. Warum habe ich jetzt einen zweiten Solarladeregler verbaut? Einmal, damit nicht 2 unterschiedliche Solarpaneele miteinander arbeiten. Das heißt, das oben auf dem Dach ist von Active, dies hier ist von Plug-in Festivals. Die können unterschiedliche Daten haben. Somit habe ich einen zweiten Laderegler verbaut, wo ich jetzt immer extern quasi diese Solartasche hier verbinden kann. Hier habe ich auch das Kabel schon mal angeschlossen, einfach um euch das auch mal so ein bisschen zu präsentieren, wie das Ganze dann aussieht. Jetzt fangen wir gleich schon mal mit dem Vorteil an. Ihr seht, das Ganze ist zum Aufklappen, ihr könnt das Ganze verstauen und es ist sehr flexibel. Das heißt, wir können hier im Schatten stehen, jetzt gerade perfekte Situation, zufällig natürlich, und können das Solarpanel in die Sonne stellen. Solange oben keine Sonne drauf kommt, haben wir trotzdem eine Solarleistung. Und das ist wirklich cool, weil somit habt ihr Energie, trotz dass ihr im Schatten steht. Kleiner Nachteil natürlich, ihr müsst dieses Solarpanel immer irgendwo verstauen. Das heißt, den Platz für dieses Panel müsst ihr dann schon haben. Wie gesagt, es ist ganz klein zufaltbar. Das heißt, ihr könnt das auf die Größe hier bringen und in der Größe müsst ihr das dann verstauen können. Dieses Kabel ist direkt angeschlossen, da sind MC4-Stecker dran. Das Gegenstück zu diesen Steckern habe ich natürlich am Laderegler verbunden und somit kann ich immer Plug and Play die Tasche jetzt anschließen oder nicht. Bei uns ist sie sogar dauerhaft dran, weil wir packen das Kabel einfach hier vorne in die Tasche und können dann dieses Solarpanel einfach hinter meinem Fahrersitz verstauen. Somit brauchen wir es gar nicht an- oder abstecken. Der nächste Vorteil, weshalb ich auch diese 2 Laderegler montiert habe, ist, so konnte ich voneinander getrennt schauen, was bringt gerade unsere Solaranlage auf dem Dach und was bringt das Solarpanel von Plug-in Festivals. Und da habe ich auch 1-2 Mal sogar drauf gehalten mit der Kamera. Da werde ich euch jetzt einfach mal einblenden, was ich da für Vergleiche hatte. Und das ist auch sehr interessant, denn die Solaranlage auf dem Dach ist meistens flach montiert. Ihr habt einen relativ schlechten Winkel zur Sonne, gerade wenn die Sonne vielleicht gerade untergeht. Und das könnt ihr natürlich mit so einem flexiblen Panel sehr, sehr gut ausgleichen, indem ihr es einfach wirklich der Sonne ausrichtet. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, oben die Solarpanel ebenfalls aufzustellen, aber das Ganze ist dann einfach nicht mehr notwendig. Werde ich aber auf jeden Fall für unsere Anlage auch in Betracht ziehen. Nur, dass ihr das mal wisst, weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe damit, diese Solartasche halt in die Sonne zu richten. Ein ganz kleiner Nachteil, den ich auch ansprechen möchte, ist natürlich bei diesem flexiblen Solarpanel jetzt zum Beispiel, dass es nicht 100% wasserdicht ist. Bei Tröpfelregen hatten wir das auch schon draußen stehen. Wir haben es auch schon mal vergessen, also es funktioniert nach wie vor. Allerdings seid euch da bewusst, dass ihr das nicht im strömenden Regen draußen stehen lassen könnt. Viel mehr gibt es von meiner Seite aus gar nicht zu sagen. Ich hätte jetzt natürlich tausende von Messgeräten irgendwo anhängen können und gucken können, wo kommt wie viel Strom an und so weiter und so fort. Aber das habe ich ja durch den 2. Laderegler sehr gut einsehen können, durch den Solarmonitor auch ebenfalls alles konkret sehen können. Daher habe ich auch meine Informationen, die ich euch jetzt gerade mitteile. Was kann man noch dazu sagen? Und zwar haben wir hier, sieht man glaube ich schon ganz gut, so eine Schlaufe noch dran gemacht, damit wir das ans Fahrzeug ranhängen können. Oder ihr könnt zum Beispiel auch diese ganzen Teile hier unten mit Hering versehen, falls es mal ein bisschen windiger ist oder so, dann fliegt euch die Solartasche halt eben nicht weg, wenn ihr sie hinstellt. Auch sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, es soll hier einfach mehr darum gehen, wie können wir aus unserer Praxiserfahrung heraus euch etwas mitteilen. Und das ist eigentlich das, was ich euch jetzt gesagt habe. Wie gesagt, ich bin definitiv überzeugt von so einer Lösung, auch wenn wir eine feste Solaranlage verbaut haben.
Ich glaube, ich würde persönlich darauf auch niemals verzichten wollen, weil ich damit einfach dem umgehe, dieses Panel immer aufzustellen. Vielleicht steht man denn mal irgendwo, wo man das Panel nicht aufstellen kann, weil man eben nicht auf dem Campingplatz ist oder weil man irgendwo in der Wildnis steht, vielleicht vom Fahrzeug sich auch mal wegbewegen möchte. Wir haben auch Leute gesehen, die haben sich dann Schlösser an die Paneele rangemacht, die haben sie dann zum Beispiel an einen Baum angewickelt oder so. Das könnt ihr natürlich alles machen, aber nach wie vor bin ich ein Freund von der Solaranlage auf dem Dach. Trotzdem möchte ich dazu ganz deutlich sagen, die Vorteile von einem flexiblen Panel sind da. Mein Bruder zum Beispiel, der hat sich jetzt gerade einen T6 gekauft, dem habe ich auch definitiv eine Solartasche empfohlen. Einfach aus dem Grund, weil er niedrig bleiben muss mit dem Fahrzeug. Er kann sich nichts aufs Dach montieren, weil er zum Beispiel noch in die Tiefgarage reinkommen muss. Und da wäre ein Solarpanel auf dem Dach einfach nicht angebracht. Daher nutzt er jetzt auch ein Faltpanel. Und somit könnt ihr auch erkennen, es gibt halt unterschiedliche Sparten und man sollte sich nicht immer so verkrampfen auf eine einzige Lösung. Und ich denke, mit unserer Erfahrung und mit den kleinen Tipps oder Gedankenanstößen, die ich euch jetzt gegeben habe, könntet ihr eigentlich schon mal ein bisschen was anfangen und vielleicht entscheidet ihr euch dann auch gegen eine Solaranlage auf dem Dach oder macht vielleicht sogar beides und könnt dann ein bisschen flexibler sein. Ich werde euch jetzt einfach zum Schluss nochmal unten in die Videobeschreibung diese Solartasche hier verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, sehr, sehr ausgiebig. Ach so, genau, das ist auch noch eine gute Information. Wenn ihr die wirklich gut aufstellt, dann habt ihr wirklich einen sehr, sehr guten Ertrag. Und zwar soll die ja 120 Watt Peak leisten. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann habe ich 110 oder 112 Watt schon erreicht mit dem Solarpanel. Und ich finde, das ist gigantisch. Wie gesagt, damit könnt ihr gut was erreichen, wenn das Teil gut in der Sonne steht. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich werde da ein bisschen was beantworten können, denke ich noch. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Abonniert den Kanal, denn ich möchte jetzt öfter solche Videos machen, wo wir so ein bisschen Erfahrungsberichte bringen zu den Dingen, die wir auf unserer Reise benutzt haben. Wir waren jetzt 9 bis 10 Monate unterwegs, leben weiterhin im Van. Und nutzen deswegen die Teile, die wir haben, auch wirklich und haben sie nicht nur irgendwie am Wochenende in Gebrauch. Ich denke, das ist wirklich dann auch ein effektiv guter Erfahrungsbericht, wenn man das so mitteilen kann. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!